Sony hat vor kurzem die PlayStation Plus Preise angehoben. Nun wissen wir vielleicht auch wieso. Die PlayStation hat nämlich eine neue Film-Serien-App gekriegt, nämlich Sony Pictures Core. Gab's davor schon für die Sony Fernseher und ist jetzt neu für PlayStation rausgekommen. Als PlayStation Premium Deluxe User habt ihr nun Zugriff auf 101 Filme. Nicht Dalmatiner. Und ja, ich war gestern ein bisschen naiv. Ich dachte im Livestream tatsächlich, dass wir Zugriff auf alle Filme haben in diesem Katalog, sprich Spider-Man, Gran Turismo und. Ja, diese Filme kann man einfach nur mieten oder kaufen und eben 101 Filme von diesen über 2000 Filmen sind kostenlos zur Verfügung gestellt, halt mit diesem Aufpreis. Ob der Preis gerechtfertigt ist, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ob mehr Filme dazukommen, das steht alles in den Sternen. Wir werden es sehen. Ich hätte mir bei dem Aufpreis noch ein bisschen was anderes gewünscht. So ein bisschen mehr Classic Games im Katalog oder so ein PS2-Emulator wäre ziemlich nice gewesen. Ja, aber mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.